wir noch eine Runde hier. Stationiers. Guckt's an, da ist der kleine Schweizer. Okay, hier ist der Lander. Wir haben eigentlich eine ziemlich coole Situation, aber ich würde fast, wo ist denn die Sonne? Hier über uns. Über uns gerade, ja. Das ist halt scheiße, wo die untergeht, gell? Wir müssen möglichst weit hier raus, damit wir möglichst lange Sonne haben. Wir müssen auf den Berg hoch. Ja, eigentlich wäre es sinnvoll, ich schau mal, wie es auf dem Berg ist. Hier oben wäre es halt, das ist eigentlich nicht schlecht, eigentlich gar nicht so ungeeignet. Das ist eine große Plattform möglich hier. Machen wir hier oben, oder? Wir haben halt, müssen halt das ganze Zeug herschleppen. Ah, ja, das ist Problem. Ja, doch, hier ist doch okay. Hier ist doch super. Ja, oh, scheiße, das ist ein fettes Loch. Naja, gut, schauen wir, dass wir nicht ganz bei dem Loch, machen wir halt hier irgendwo. Ah, das Loch ist nicht Licht okay, aus. Das ist okay. Dann schmeiße ich erstmal das hier weg. So, ich räume erstmal meinen Anzug aus. Weißt du, was das Problem war? Nee, erzähl mal. Also, es gibt eine Config-Datei vom Spiel, bei denen du halt reinschreibst, Name des Servers etc. Warte mal ganz kurz, das Portale Solarpanel, brauche ich das? Das kannst du mal ablegen. Ja, weiter. Und dieser Server, warum auch immer, hat eine eigene Config-Datei, die du so auf dem Admin-Panel einstellen kannst. Und wenn da nicht eins zu eins das gleiche steht in beiden Dateien, geht es wohl. Okay. Na super. Und jetzt habe ich alles eins zu eins übertragen und ging. Aber eben, ich weiß halt nicht, warum es bei dir nicht ging, bei mir schon. Aber egal. Problem gelöst. Wie können wir denn das Raumschiff nochmal auseinanderbauen? Oder lassen wir das einfach stehen da? Das können wir eigentlich stehen lassen, oder? Es leuchtet nachts, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich würde aber fast das mal auseinanderbauen, weil wir müssen irgendwie. Kriegen wir die Bauteile dafür dann? Für das Raumschiff nicht, nein. Okay. Aber wir können halt, weißt du, damit wir die Kisten hochschleppen können und nicht immer rennen müssen hin und her. Ja, das wäre eigentlich gut. Weil nachts ist hier nachts. Also es ist schwarz. Dunkel. Also mache ich es weg. Gülle, du hast vollkommen recht. Aber wie kann ich die jetzt tragen? Da auf der Seite zu haken, da steht er noch, kannst du sie so nehmen. Und dann würde ich aufpassen, ja, weil die fliegen sonst genau. Ich würde sie fast mit Jetpack aktivieren und mit Jetpack hochfliegen. Aber sonst fliegt er die aus dem Dings raus. Die können wir mal irgendwie am Rand abstellen, wo man. Wie lege ich es ab? Mit R. Q. Ah. Genau. Oh, jetzt wird schon dunkel. Deswegen schauen wir, dass wir uns beeilen, dass wir es zumindest hochkriegen, das Zeug. Wie kriege ich die umgedreht? Ach, die fällt dann alleine um, wenn man dagegen stößt, höchstwahrscheinlich. Ja, warte. Ich versuch's gleich, glaube ich eben nicht. Ach, schade. Hat's nicht gemacht. Jetzt habe ich sie um. Ja, doch nicht. Ich zieh's einfach rückwärts hinter mir her. Oh, jetzt ist aber echt dunkel geworden auf einen Schlag. So, klar habe ich Iron Man geschaut, aber es hat auch schon wieder ein bisschen her. Muss ich ehrlich zugeben. Wie du es falsch betitelst. Ah, komm. Ich sag mal voll, bis dir das ausgehört. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt. Aber ich sollte bis jetzt auch nicht. Ich schaue schon wieder eine Blödsinn. Für das Geld kannst du lieber hinten von mehr von. Wo bin ich eigentlich? Achso, ich bin schon da. Sehr gut. Ja, die ist einer weggeflogen. Halt was ist? Einer von denen ist weggeflogen. Wohin? Ich hab's gesehen, ich hab's gefunden. Ah, okay, du aber siehst du mich? Also siehst du mein Licht? Ja, sehe ich. So, zurück. Ach, da bist du schon, okay. Und bleibt auch da, gut. Haben wir alle oben? Ich denke, ja. Okay. So, dann fangen wir an mal hier mit aufbauen, würde ich sagen, hier oben. Oder warte mal, machen wir hier, oder? Hier ist eigentlich ganz gut.
So, was brauche ich nochmal? Die Iron. Warte mal, das lege ich mal kurz da. Für die Dinger, ich habe die Iron Sheets schon in der Hand. Du kannst also schon mal legen und ich. Ja, scheiße, zusammen. Ich habe keinen Platz. Achso, warte mal, doch, ich müsste eigentlich Platz haben. Iron Wall. Iron Frames, oder? Mit welchem Werkzeug war das nochmal? Handdrill. Iron Frames brauchst du kein Werkzeug, du kannst einfach so. Rechtsklicken. Achso, war das. Die Dings. Ja, dann machen wir. Genau. Warte mal, lass mal kurz von oben gucken. Ey, das ist zu hoch. So. Das ist ja nicht der höchste da, Punkt ist hier irgendwo. Aber du kannst ja nicht so machen, ich sehe es halt nicht. Ja, ja. Der hat die in den anderen Videos, die haben alle 4x4 gemacht. Sollen wir auch 4x4 machen, damit wir Platz haben? Ja, ja, mach so, wie du das aus dem Video kennst. So. So, und der hat dann. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Was baust du? Weil da oben können wir dann die Solarzellen draufstehen, 4 Stück. Ah, das ist der Solarturm. Ja, da oben ist Solarturm. Dann können wir da auf der einen Seite können wir hier weiter. Ja, genau, das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Ich baue aber nur die oberen zusammen, wo die Solarzellen draufkommen. Ja, ne, die anderen musst du auch zusammenbauen, weil da die Kabel nach unten kommen. Ah, verstehe. Storch, Juri. Nein, natürlich nicht. Wäre es eigentlich schlau, den Solarturm so zu bauen, dass es halt. Müsste eigentlich die Ausrichtung sein. Die Sonne müsste eigentlich hier hinten aufgehen und da hinten untergehen. Okay, ja, 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 genau so meinte ich. Aber wenn es so stimmt, ist okay. So sollte das eigentlich passen. Also ich habe meinen. Das wird dann der Eingang zu unserer Base. Nein, Spaß. willst du schon mal den mit den Iron Wall schon mal den Raum für. Du warst schon. Das Gewächshaus. Kambo. Ja, genau. Ich würde erst. Machen wir erstmal die Solaranlage, würde ich fast sagen. Und zwar fangen wir auf der Seite hier oben an. Also auf der linken am besten. Ich weiß nicht, was wir alles jetzt dafür brauchen. Ich würde das Gewächshaus hier komplett aus Glas machen. Außenrum. Nicht mit Iron. Wir brauchen nachher schon mal eine Leiter hier auf jeden Fall. So, dann. Was brauchen wir denn noch nicht? Das brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Iron Sheets, Plastic Sheets, Glass Sheets. Glas brauchen wir. Solarpanel hast du, oder? Habe ich schon. Glass Sheets musst du noch drauf machen. Okay. Ein Glass Sheet. Ja. Wo soll der Power Controller hin? Ja, das kannst du so machen wie also den kannst du hier hin machen. Kannst du schon hier hin. Machen höher. Achso, ja, machen höher? Eins. Warte mal. Ja, machen eins höher, bitte. Weil den brauchen wir dann auch noch als zusätzliche Unterstützung für die Dingens hinten. Der braucht eine eigene hinten. Die Steuerung braucht ein eigenes. So, dann müssen wir gucken. Achso, ist so gut zu tun. Ja, das passt. Das sollte passen. Perfekt. Kabel hast du dabei, oder? Kabel haben wir dabei, ja. Kann ich schon mal gleich ausrichten. Ich habe auch gesehen, am Mars haben wir, ist die Sonne nicht zentral drüber, sondern 8 Grad.
versetzt, aber das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Batterie hast du schon drin, oder? Ne, die hole ich nee, muss man. Okay, Batterie dann rein. Battery Cell. Kurz überlegen. Soll ich gleich hier noch nee, so einen Batterielader hin tun? Auf eine Seite. Warte mal, ich überlege gerade. Müssen das nochmal. Wie kann ich den nochmal demontieren? Mit der Hand Drill. Muss aber die Batterie rausnehmen davor. Und das mache ich sonst. Und mit der Hand Drill kannst du den dann demontieren. Genau. Und zwar will ich den gerne. Strom rein. Ich muss kurz Lulu-Pause machen. Wenn es sein muss. Bis gleich. Ach Gott, der Schweizer. Gut. So, dann. Wie war das nochmal? Auf C kann ich's. Achso, mit dem Mausrad kann ich das jetzt abändern. Nee. Mit C. Ah, so bin ich das genau. Zack. So, dann nehmen wir die hier. Die Hand. Und dann machen wir das. Nee, rot. Da muss ich erst noch reinkommen, damit ich mich da zurechtfinde. Zack. Zack. So, und hier. Nehmen wir gleich das hier in die Hand. Nein. Ui. So. Da brauchen wir gleich mal einen doppelten. Nee. Ja. Genau, den drehen. So. So, und dann haben wir nämlich hier gleich eine Leitung, die hier um die Kurve rumgeht, für den anderen. Achso, warte, da brauche ich eigentlich nur die Kurve. So, das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Und hier einfach einen Kran nach unten. So. Gut, dann muss man das wieder aufmachen hier. Und dann muss er die Batterie reintun, dann passt das auch. Gut. Dann müssen wir ein Batterieladegerät hier noch hinbauen. Habe ich sowas schon? Ne, habe ich nicht, oder? Haben wir sowas irgendwo? Überleg mal, gemessen an der Welt haben wir quasi gestern noch. Heute mache ich meine Kammeransprache mit Echtzeitlehrern, der zigtausend Kilometer weit weg wohnt. Das stimmt, das ist echt lustig, oder? Den Fortschritt zur Zeit zu betrachten. Medizinische Sicht, ja, das finde ich auch. Also ich stimme euch da, dazu, Freunde der Nacht. Das mit F? Nee. Ist das das? Nee, das ist das nicht. Nee. Wofür auch der Atmosphäre-Analyse ist? Ich suche gerade Door-Kit. Brauchen wir nicht Pipe. Ah, stopp, bleib da. So, nee, was machst du? Also ich, also mit der Tastenkombination komme ich nicht so ganz klar, muss ich ehrlich zugeben. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen doof. Ach, scheiße. Okay, jetzt habe ich echt scheiße gebaut. Fuck, der Schweiz wird mich umbringen. Kacke. Ach, nö. Shit.
Okay. Machen wir das jetzt gleich direkt hier hin. Weil wir bauen das genau wie hier. So, gut. Dann. Die Frames. Iron Wall. Iron Frames. Die brauchen wir, oder? So. Ah, das war ein Schmarrn. So, wie kann ich das wieder demontieren? Handrail, oder? Handrail nicht. Dem hier? Kann ich das hier demontieren? Mit dem hier? Ja. Shit. Ich habe wieder Mist gebaut, Leute. So, wie kann ich das hier jetzt wieder demontieren? Mandrill. Woher weiß ich, mit welchem Werkzeug ich was demontieren kann? Aber mit dem noch nicht. Dem hier? Oh, sorry. Kurze Frage. Wir müssen, also wir haben Scheiße gebaut. Die Sonne ging doch auf der anderen Seite auf. Wie kann ich denn Schon da. Solarpanel deaktivieren? Steht doch drauf, glaube ich. Nein, steht nicht drauf. Moment. Wie ging's jetzt? Das Glaspanel mit der, sag schon, dem Brecheisen. Achso, und das eigentliche Panel ging noch nicht, oder? Das versuche ich gerade. Moment. Ach so, du hast oben schon abgebrochen. Angel Grinder, okay. Woran, wie sehe ich denn das? Achso, Handrail. Ach, jetzt sehe ich es, okay. Ja, Ich manchmal sehe ich check's. es, also ich sehe es nicht immer die ganze Zeit, gell? Also ich nicht so, dass ich es auch immer sehe. Sondern halt wirklich nur. Ah, jetzt. Soll ich da oben links schon das Solarpanel hinbauen oder nicht? Ja, bitte. Ah, sí, señor. Gracias. Der Nader. Engelgegrinder. Eieiei, der Held, was machst du wieder für ein Chaos hier? Alles, alles baue ich hier auseinander. Ich merk's. Den Mining Bed lege ich jetzt mal weg. Auch Platz. Die ganzen Tracker und die ganzen Reader brauchen wir jetzt eigentlich auch noch nicht, oder? Nö. Hier ist so ein Brauchen wir bisschen. noch nicht. Also die Medizin brauche ich auch noch nicht. Unordnung, Unordnung. Oh, da ist die Batterie. Okay. Nein, falsch. Schon wieder schief. Du sollst das nicht schief zusammenbauen. Ja.
Und den Battery Charge habe ich schon absichtlich richtig hingebaut. Heiland, zack, wie soll ich das? Okay, Moment, wenn du das machst, bitteschön. Ja. Bau du den bitte. Und mach dann Jetpack aus. Ja. So, was brauche ich jetzt nochmal, um das zu bedienen? Wirecutter höchstwahrscheinlich, oder? Auch nicht. Was zu bedienen? Ja, um das zu montieren. Achso, warte mal, ich muss das erstmal weglegen. In die Hand legen erstmal. Bevor du es überhaupt montierst, genau. So. Kruzifix nochmal. Margot, Margot. Ja, wirklich. Auf der Weide. Geht das schon wieder los? Lecker, wo ist jetzt die Batterie, Dingens? Ach da. Warum baust du das so hier? Weg das jetzt! Ist ineffizient. Nein! Das ist ineffizient. Einfach nur schon wegen der Kabelführung. Du brauchst ein Kabel mehr dafür. Zwei sogar. Jetzt hast du mich jetzt, jetzt hast mein System durcheinander gebracht. Ich muss nochmal demontieren. Crowbar. So, nein, Deku. Hentry war das. Ja, dann fang du. Mach das Gewächshaus bitte 4x4. 2x2. 4x4, ein bisschen groß. Bau du vielleicht erstmal die Dinger. Die was? Ah, ich weiß nicht. Die Drucker. So. Gute Nacht, mein lieber Schlafgut. Schlafgut, Illyria. Schön, dass du trotzdem dabei warst und ja. Wo wirst du die Sachen haben? Auf der hintersten Seite, würde ich sagen. Also hier hinten irgendwo. Ja. Okay. Ein- und Ausgabe. Ja, theoretisch. Ja, du hast eigentlich recht, wir können das eigentlich auch so hinbauen. Ja, weil das ist halt ja, platznehmend. Ja, hast recht, wir können das so auch machen. Scheiß der Hund drauf. So, dann möchte ich den aber hier auch nochmal demontieren, höchstwahrscheinlich. Eine Wrench. Wie kann ich denn dieses Steuerkreuz, was ich dir gestern mit dem F, da ist jetzt bei mir in meinem Jetpack Basic ist ein Fenster, wo ich das dann reintun kann. Aber kann ich auch das mit Werkzeug machen oder mache ich das immer mit der Maus hin und her ziehen? Jetpack? Mit welchem Jetpack Fenster? Weißt du, mit den Sachen, die ich in meinem. Mit meinem Werkzeug, um das schneller zu wechseln. Gibt es da auch irgendeine Tastenkombi? Immer F. Ja, aber mit wenn ich F. jetzt. Schau mal bei mir im Stream. Da ist jetzt hier dieses Fenster. Ich kann nicht drauf zeigen. Da wo ich mit der Maus jetzt bin. Schau, wenn ich, soweit ich Alt loslasse, ist dieses Fenster markiert. Ja. Du kannst mit dem Scrollrad kannst du hier durch diese Menüs scrollen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay. Ja. Also, das war's. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Das. Das ist eh kacke, dieses Batterieladegerät, das ist einfach mitten im Weg. Mach doch hier auf das andere halt, oder auf der Seite hier. Ja, da braucht man echt viel Kabel. Warte mal. Ich das doch nochmal demontiere. Kann ich das vielleicht doch irgendwo?
Gut, so passt ganz gut. Nee, ist auch Kacke. Fuck. Sorry. Disregard. Require to deconstruct. Wirecutter habe ich doch. Doch nicht. So. Jetzt bauen wir das noch eins höher. Was brauche ich dafür noch? Ein Handdrill. An ich an deine Taste gekommen und nun gehen die Triebwerke ins All, sobald ich den Schub hier am Stick bewege. Ich muss nur mit der Maus die Regler wie viel bewegen, mache ich das rückgängig. Hast du mal schon mal komplett voll hoch und runter gemacht? So, Batterie-Ladegerät ist zumindest schon mal angesteckt. Yes. Da liegt noch irgendwo die Batterie. Habe ich die eigentlich? Die habe ich. Die stecke ich hier auch gleich mal rein. Also Batterien kann man laden. Gut. Das ist schon mal gut so, wie du das machst. Geradeaus, wieso machst du das da hoch? Schau mal, was hier ist. Was ist das? Das ist ein Kohlestromgenerator. Was bringt Der der? sollte halt nicht ins direkte Netz geschlossen werden. Der kannst du in der Nacht einschalten, zum auch Strom generieren, wenn du Kohle hast. Aber Halt dann als. solltest du es doch. Ja, das was will ich halt machen. Ich. Willst du damit die Batterie auch laden, oder? Ja, dann müssen wir es hoch. Das Weißt du was? passt. Weißt du was? Ja, hast schon Nee, recht. ich mach's anders. Ich Wieso? tue ihn hierher, hier runter. An diesem Platz, wo ich jetzt stehe. Ja, das macht. Macht Ja, mehr Sinn. mach das so, ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann gucke ich mal. Autolake, was ist das? Elektronik oder was ist das für ein Drucker? Autolake. Das ist, mit dem muss der Elektronikprinter erst machen. Ach Wir so. müssen aber gleich, wenn die Sonne ist, erstmal farmen gehen. Was wir noch alles haben. Kit Vent, Kit Konsole, Tür, Data, Kit Sensor, das brauchen wir. Den kann ich schon mal Ja. nehmen. Kit Pipe, was auch immer ein Kit Pipe ist. Was haben wir denn hier noch alles? Kit Power Controller, wofür ist ein Power Controller? Ach, das ist die Station, oder? Ach so, ja. Der Power Controller ist nicht das gleiche, was wir jetzt für die Den da brauche schon ich eh. aufgehangen haben. Den brauche ich eh. Der dient nämlich als Notstromversorgung, dass sich das Ding, egal wie voll die Batterie ist, also es ist ein bisschen Luxus,
Aber es ist halt, wenn die Notstrom-Batterie, wenn als Notstrom-Versorgung, weißt. Genau. So. Wieso kann ich das da jetzt nicht hinbauen, CFX? Das Kabel. Kann ich das erst abreißen? Warum baust du den Arab Power Control hin? Brauche ich. Wie gesagt, das ist die Notstromversorgung für die Solaranlage. Wenn die Batterie oben mal leer sein sollte. Weil sonst haben wir halt das Problem, dass er nicht nachregelt. Dann bau doch auf die andere Seite, weil dann kann die Logik alles auf die andere Seite. Nee, das macht schon Sinn, weil du brauchst ja nur ein Stromkabel da drüben. Und da muss auch eine Batterie rein. Ach, dein Ernst. Sehr gut. Also, pass auf, da ist eine Batterie drin. Mhm. Ich mach das nochmal aus. Gut. Da ist eine kleine Batterie drin in dem Ding. Normal sollte eine größere rein, aber das passt schon. So. Ja gut, wir müssen jetzt dann eh erstmal den Elektronikdrucker dann bauen. Ja. So. Alt und A war die Taste, okay. Für was steht das Alt und A dann? Für Aethrust zum Aktivieren, oder? Für was stand das? So, der Tag bricht dann. Ich geh farmen. Ja, ich komme mit, glaube ich. Ich schaue mal jetzt kurz mal die Effizienz an. Ich schaue gerade mal. Wieso kann ich das nicht? Check's nicht. Für Smaller. So. Passt. Okay, das ist schon mal nicht schlecht.
Also bis jetzt habe ich mir nur Eisen gefunden. Okay. Ich habe hier links nämlich eine Anleitung, wie das zu basteln ist. Lol, ich rede und bin gemutet. Die Logik für die Solarpanel. Perfekt. Abend, hi Kathi, na, was geht? Die Kathi, warst du bis jetzt im Stream, wollte ich sagen, warst du bis jetzt im Spiel? Ich habe vergebens versucht reinzukommen. Keine Chance, irgendwie. Nee, im Real Life, was ist das denn? Kathi, Real Life gibt's was das? erlaubst du dir? Also wirklich? Ja, freut mich. Sehr cool. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Was habe ich jetzt für einen Schmarrn gebaut? Hanti! Wie jetzt ist dir das RP nicht real life genug? Ja! Das habe ich mich auch gerade gefragt. So, Verkabelung ist fertig, ich brauche noch einen Drucker. Ja, ich Schön, habe es ja, die fertig. Greif vom Real Life ist nice, echt. Hast du sogar 3D, oder, Kati? Kann das sein? Wenn ja, das wäre ja voll Porno. Das wäre voll unreal. Den Belt, wo habe ich denn den? Ach, den habe ich hier hingeschmissen. Den schmeiße ich mir jetzt mal hier hin. Fuck, ich muss den auch wieder umstellen. Wobei die Batterien sind eh alle voll, dann ist wurscht. Brauchen wir gar nicht jetzt. So, ich fliege Richtung Westen. Das heißt, ich kann dann Richtung Osten zurück. Boah, das sieht aber echt mau aus hier, oder? Wo bist denn du eigentlich? Ich habe Sulfid und Gold, habe ich gefunden.
vom Ding aus gesehen. Nicht Gold, Sulfid, sondern dieses rote Oxygen. Ja, da war ich, das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen vom Kupfer. Wie mache ich die Kiste nochmal an O, oder? Ja. Gold habe ich jetzt mal. Ja, dann hol Gold, so viel du kannst. Was mit VR zockst du das Real Life? Nice. Oh, jetzt habe ich mich gerade verletzt irgendwie. Oh, Duct Tape. Muss ich schon. Also ich weiß nicht, woran sehe ich das, ob ich Duct Tape brauche? Links siehst du so eine Damage-Anzeige. Ja, Suite. Das. Ja. Dann das rot. Duct Tape holen. Ja, sofort Duct Tape holen, ey. Oh, okay. Was mache ich mit dem Duct Tape? In die Hand nehmen und dann rechtsklick, glaube ich. Ah ja. Patch Ava Suit. Genau, auch so lange. Ein Helm auch, okay. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr. Moment. Ja, da hast du doch einiges gefunden, oder wie? Ja, mehr als ich dachte. Das ist doch nice. Ach, du kommst aus der Richtung. Dann gehe ich jetzt mal wieder nach Westen. Und ich weiß, ich muss dann wieder nach Osten zurück. Ich hoffe, ich finde dich wieder. Ja, jetzt wird's Nacht. Wird schwierig, wenn's Nacht wird, dass du mich noch finden wirst. Dann. Okay, ich schau mal. Ich muss genau nach 93. Oh, Power Critical, dann komme ich doch lieber zurück. Oder? Ja, ich würde es empfehlen. Scheiße. Nee, ich bleibe jetzt hier, es wird mir zu dunkel. Ach, Life Support 9%, ja gut, dann halt vielleicht doch. Warst du dann heute gar nicht IC? Ich habe es vorhin probiert, aber ich bin nicht drauf. Also ich. Bin ich auf den Teamspeak gekommen, in der Tat. Ist da noch eine Batterie? Nee, gell? Nee, das ist meine. Dann mache ich mal die Ding-Reserve auf. Brauchen wir jetzt eh noch nicht. 6. Zack. Dann kommt das wieder hier rein. Zack. Switch. Und dann kommt das hier rein. Ich habe mal den Power Generator angemacht damit. Haben wir, funktioniert der schon? Ja, ja. Schau, der lädt sich auch auf. Das blinkt jetzt. Ah, okay. Rot-grün. Und die Batterie-Changer, Charger, wo wissen wir, ob der funktioniert jetzt? Gute Frage. Das sehen wir gleich. Okay. Der macht ja gar kein Geräusch. Doch. Und hast du Kohle reingeladen, oder wie? Genau. Oh. Das ist wirklich... Wow. Roleplay mit VR. Sag mal, Andi, kann ich eigentlich mit eher speichern und dann beim... Nächstes Mal da weitermachen. Boah, das ist eine gute Frage. Könnte gehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich dir leider tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich leider nicht. Ich guck mal, was wir jetzt. Achso, was? Wo soll ich denn dieses ganze Zeug hin tun, was ich jetzt gesammelt habe? Weißt du was? Ich weiß einiges, aber das weiß ich jetzt nicht. Schau mal, hier ist doch ein Riesenloch. Ja.
Hau einfach alles da rein. Aber, achso, darf ich das rote Zeug da jetzt auch reinhauen? Nein, das nicht. Wo tue ich das dann rein? Am besten in so ein Regal, oder? Und das machen wir dann zu. Am besten, ja. Ach, Hydroponik, Air Conditioner, Generator, Portable Scrubber, Kanister. Eine Wrench, hast du die da reingetan? Nee, die ist, das ist schon drin. Echt? Wofür ein Ersatzwrench ist immer drin. Okay. So. Kastel ist zu. Gut. Eieieiei. Kathi, gehst du dann morgen wieder online oder wie machst du das? Weil es sind immer noch 1300 Mann, ich habe gerade echt keine Lust mehr. Du, kannst du nicht irgendwo zwischenlanden? Kannst du auch machen. Wie schaut es eigentlich mit Essen aus? Wo war das nochmal? Unter Helm, oder? Ne, wo war das? Wittels. Wittels. Ach da, Wittels, habe ich schon gesehen. Vitals. Was ist das hier denn? Consumable Supplies, Duct Tape, Iron Sheets, Plastic Sheets, Iron Wall haben wir noch, okay. Assuit? Warum das denn schon wieder? Oh fuck, was mache ich denn? Das check ich jetzt nicht. Was? Bei mir steht Power, aber ich habe doch den gerade erst. Batterie. Das war auch eine kleine. Echt? Ja. Du musst die große unbedingt nehmen, die hält um einiges länger. Aber die ist am Aufladen noch. Na, dann warte ich noch. 39% noch. Hä, warum sagt der denn rechts ist Suit? Ich hab so ein rechts oben so ein gelbes Ausrufezeichen, da steht Suit dran, ja. So ein Blitz. Das macht er schon relativ früh, deshalb. Ich schau mal, vielleicht ist mein Ding kaputt. Nee, Duct Tape bringt nix. Ja, Power macht er ab 49%, fand er dich schon. Ach so, okay. Damit du es halt genug früh checkst. Was ist das eigentlich, was hier noch beim Dingens liegt hier? Dieses Fass? Portable Tank. Ja, das sollte hier oben sein. Das ist unser, Portable Tank. Ich bringe mal mit. Ich weiß wo. Freeze? Ne, das will ich nicht. Drag, hier haben wir's. Wieso schmeißt er denn jetzt weg, der Zipfiglatscher? Weil du dagegen war angeschlagen. Ah, jetzt habe ich ihn. Ui. Ich sehe dich. Dann lieber rückwärts. Tja, habe ich gut gemacht, ha? Was machst du Schönes? Der Electronics Printer. Ach, hast du ihn schon? Oh, jetzt ist kritisch bei mir. Ach, hey. Rex, lass die große Batterie voll. Na, mach ich doch. Hauptsache. Sind die noch mal drin? Ach, ein 4. Oh, 4%, ja, voll war sie wirklich nicht mehr. Gut. Woran sehen wir, dass der Generator an ist? Man hört's und da hat's einen kleinen Switch. Auf der rechten Seite. Und diese Luke ist geschlossen hier. Die ist aber offen. Du wirst die Probe nicht sehen. Ja, ich habe ihn ausgemacht. Also. Achso. Weil die obere Batterie voll ist, oder? Ja, weil die läuft ja. Solange die läuft, können wir es auslassen. Okay, die Ding wir ist eh hoch. Passt. Automatisieren, dass wenn der Strom ausfällt, wie jetzt. Weil? Der Strom ist weg. Batterie leer. Generator an und Strom ist zurück. Wie willst du das automatisieren? Das kann man ja alles programmieren dann mit dem Computer etc. Ja, theoretisch könnten wir das mit hier an die Steuerung mit dranhängen. Mit einem Negativierer von. Ja, Problem ist halt, du musst immer Kohle füllen. Das würde ich wirklich nur für den äußersten Notfall benutzen. Im Prinzip könnte man das Teil immer dafür nutzen, wenn es nachts. Wenn wir nachts. Nee, das machen wir manuell. Das macht keinen Sinn, weil, wie du es gesagt hast, das macht keinen Sinn.
Ich könnte ja schon mal schmelzen, damit ich auch was Sinnvolles zu tun habe. Ach, du bist eh schon da. Sorry. Achso, das ist eh nur Kohle, das brauchen wir ja. Die können wir hier drin liegen lassen. Was, das andere ist Eisen. Was wir schon mal überlegen können, ist, wo tun wir jetzt unser Treibhaus hin? Das würde ich tatsächlich noch anbauen hier, und zwar... Hierhin. Hierhin? Kannst du da mal die Frames dann legen? Dann baue ich einen Boden, ja. Genau. Gut, Batterien sind voll, das kann man ausschalten. Exonic Print, aber das braucht nicht lange. So, wo aber sind wir denn jetzt hier? Da haben wir die. Das waren die Iron Frames, oder? Ich meinte Iron Frames heißen sie, ja. Aber da wir brauchen ja noch diese anderen Dinger da zum. Hast du die noch? Die Walls habe ich schon, ja. Ah, okay. Good, good, good. Good boy. Good boy. Gut, die Sonne kommt auch schon im Hintergrund. Dann kannst du schweißen, wenn du möchtest. Moment. Ja, genau, das brauche ich noch. Ach, Scheiße, oh, da stand er vor einer unlösbaren Krise gerade. Nee, mein Problem ist, ich muss einen Airlock machen. Ich kann einen Airlock aber, glaube ich, nicht so. Ja, ich versuch's mal. Ja, schweißen könntest du auch. Ich habe nämlich nur die Walls, nicht die Frames. Was brauchst du denn jetzt dafür? Zum Schweißen? Iron Sheets haben wir hier noch? Ja, genau, die brauchst du zum Schweißen. Achso. Na, dann übernehme ich das, doch gar kein Problem. Ja, das war cool. Für die Jury. Boah, kein Problem, weißt du. Wenn wir nur ein Schweißgerät in die Hand nehmen. Welding Tool. Schick, schick, ha? Kannst du dann den Electronics Printer machen? Der steht schon ganz links hier. Ach ja, kann ich. Du hast gesagt, das ist aber dass blöd, wir das. Gell, weil wegen am Ein- und Ausladen. Komplett aus Glas hier alles, gell? Oh, die Wände und so weiter, ja, genau. Alright. So, was braucht der Wrench? Ach, jetzt heißt ich Idiot. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir doch nicht dahin, weil dann kann man so scheiße einladen. Dann müssen wir eigentlich noch anbauen. Eine stimmt, ganze Reihe. Ja. Sonst vielleicht hier. Oder wäre das zu eng für dich dann? Sonst überleg du dir einen Platz. Wir machen das hier hin. Ja, wie du magst. Wo ist denn da vorne und hinten? Ne, ist vorne und hinten. Okay. Mach dein Licht aus, wenn es Tag ist, damit du nicht so viel Strom verbrauchst. Aye, Sir. Very good. Ah, okay, das geht echt nicht. Ah, wobei. Das geht aber. Perfekt. Würde ich ja was andersrum machen.
So, und ich habe null, warte, weiß ich immer noch, ich habe null Ahnung, wie man mitten im Flug noch einen Flughafen hinzufügen kann. Geh mal auf die Anflü. Ach, fuck, jetzt habe ich es schon wieder auseinandergebaut. Herrgott. Herrgott, zack und Herrgott, Donnerwetter. Sakrament. Unter Arrival, ob du dann anderen Airport hinmachen kannst. Engelgrinder. Ach so. Habe ich ihn jetzt ausgeschaltet? Ja. Ich glaube, oder? Wo hast du die Glass-Sheets hingemacht? Die habe ich noch bei mir. Brauchst du die? Ja. Kannst du gerne haben. Vielen Dank. Plastik Ach ne. Sheets hast du nicht zufällig bei dir? Nee, aber hast du die Iron Frames bei dir? Nee. Nur Iron Sheets. Aber ich kann. Warte mal. Aaron Sheets, ja, die brauche ich, sorry. Viel haben wir nicht mehr, gell? Achso, wohl doch, haben wir noch. Ja. Können wir eh gleich machen, kein Stress. Achso, wir scheiße, wir sollten eigentlich zum Farmen gehen, gell? Solange es tags ist. Ja, nicht so schlimm. Ein Schraubendreher. So, fertig, Wunderbärchen. Wie Kabel hast du eigentlich noch? 15. Okay. So. Funktioniert. Ist eigentlich ganz sinnvoll, hierhin das zu machen, weil da kann man gut hin. Ja, Power Critical, du bist auch Critical, Arschloch. Zack. Dann gehe ich mal auf die Suche. Achso, Yes, warte mal. sir. Ich lade mal Eisen hier rein. Oder braucht der Eisen? Tu einfach mal alles, was du hast, um Schmelzen rein. Ne, nicht schmelzen. Ich habe es jetzt in den Ding reingetan. Ah, in ja. So, der Raum ist schon mal weitgehend. Oh Gott! James! Was ist denn? Trink auf Stopp! Trink auf Stopp! Schalt's aus! Dankeschön! Du kannst Andi zu mir sagen, gerne. Achso, Scheiße! Das war gerade die Panik, Entschuldigung. Alles gut. Wird auf einmal zugebombt. So, ich gehe mal in Richtung Süden raus. Ja, Gucken, nehmen ob ich vor da allem was alten finde. Kupfer mit und vielleicht ein bisschen Silikon, wenn du findest. Silikon habe ich. Hast du sogar? Sehe ich direkt. Wo brauchst du Silikon? Da wie wir Licht haben in der Nacht. Echt? Geil. Ja. Für eine Lampe brauchst du halt noch Silikon, deshalb. Du hast die Ja, super, da war Plastikschießbombe. nur ein einziger Boller da. Ja gut, ich geh mal farmen so lange. Also ich bin im Süden, dann geh du auch mal nördlich. Yes. Hier ist zumindest ein bisschen Gold, Oxygen.
Hey, wir haben direkt Gold vor der Haustür. Ja, aber nicht wirklich. Also ein einziges. Ich weiß nicht, was da los ist. Gold ist schwierig zu finden. Es gibt ja so ein Auto-Miner und so. So ein Tool, mit dem du den Boden analysieren kannst. Und da siehst du gleich, was du hast. Ach scheiße, das habe ich nicht bei mir. Oder haben wir das schon? Ich glaube eben nicht. Das müssen wir noch kreieren. Ja, das musst du noch machen. Okay. Kobalt brauchen wir noch nicht, oder? Ich nehm's mal mit. Ja, kannst ja mitnehmen und einfach den Haufen werfen und. Ins Loch. Ins tiefe Loch, zu spät, ist abgestürzt. Das Spiel, was? Wenn ich öffne, klicke aus, dann passiert nichts. Okay. Normalerweise müsste es eigentlich schon gehen. Komisch. Aber das ist ja blöd, wenn es fuck. Hast du irgendeine bestimmte Tastenkombi gedrückt, dass es abgestürzt ist? Ich frage mich, warum meine Batterie jetzt noch komplett voll ist, obwohl ich extra eine kleine reingetan habe, damit meine große geladen wird. Du hast das Licht nicht gebraucht. Das ist nur fürs Licht, oder wie? Ich glaube, das Licht sieht tatsächlich am meisten Batterie. Okay. Hey, ich habe Kupfer gefunden. Sehr gut. Nee, nichts gemacht. Sehr, sehr komisch. Das mit dem Spielabsturz haben viele nach ein paar Stunden. Echt? Das sollte aber auch gefixt sein mit dem nächsten Update. Mit dem, was kommt, hoffentlich. Ja, genau. Eieiei, ist das eine große Kofferader hier. Bei mir auch zum Glück. Ich hab 38, fast ein Stack schon. Ich habe 132 Eisen gerade eben gefahren. Ui, Alter. Sehr geil. Und die Kupfer, ja, Kupfer braucht gleich man aber viel. Das ist übel. Okay, bei mir geht's aber auch echt. Alter, die ist echt auch nicht so schlecht. Schon geil, wenn du so eine Riesenader findest. Es geht immer noch tiefer. Ich habe auch ein Loch gemacht. Oh scheiße, es ist dunkel, gell? Nicht in Panik verfallen. Oh mein Gott, ich werde nie wieder nach Hause kommen. Jetzt alle schreien und im Kreis rennen. Ah. Wie viel waren es bei dir? 126? Eisen, ja, jetzt bin ich mit 137 Kupfer. Ja, meine ich ja Kupfer. Achso, Kupfer war das bei dir. Also das war jetzt Eisen eben und jetzt bin ich beim Kupfer und habe schon 141. Oh, das ist perfekt, weil wir brauchen eh viel, glaube ich. Oh ja, das Licht braucht echt viel. Also darum sage ich Silikon, damit wir halt Licht bei uns an der Base haben nachts. Oh lol, ich habe keinen Platz mehr. Und ich habe immer noch so viel Kupfer hier. Das lasse ich jetzt hier. Scheiße. Warum brauche ich jetzt auf einmal eine Batterie her? Habe ich die aus dem Ding rausgenommen? Ach so, okay. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber okay. Das grubbelt. Warum drücke ich denn immer das Wegwerfen? Ja, das Problem habe ich auch. Scheiße.
Okay, Power. Übrigens bringt es nicht, deine Batterie aufzuladen, wenn der Battery Charge ausgeschalten ist. Wer hat den ausgeschalten? Macht keinen Sinn, wenn die Batterie voll ist, ist doch. Braucht man doch nicht ausschalten, oder? Das war ich. Ich Zipfiglatscher. Du Zipfiglatscher, du. Weiter. Kannst du nur. Wirklich. Schämen soll ich mich. Solltest du wirklich? Also ich habe jetzt 145 Kupfer. Ich glaube, das haben wir erstmal ein bisschen Vorrat. Mal das immer noch weiter. Wo war das jetzt? Eis! Hä? Wo kommt das Eis jetzt her? Lol. In der Kupfermine kommt auf einmal Eis raus. Echt? Ja. Im echten Maß. Der tiefer du krebst, desto näher kommt ans Eis. Das ist schon geil. Hoffentlich. Ups, sorry. Slow Mode, drückst Y und dann auf F4. Hä? Und jetzt komme ich auf Eisen auf einmal. Wie krass du ist hast das eine bitte? Riesenader gefunden. Irgendeine Riesenader. Okay, ich kann nichts mehr nehmen. Das fällt alles hier unten rein. Scheiße, jetzt muss ich nur gucken. Ui, Alter, was ist hier denn für ein fettes Teil? Okay, 21. Ne, stimmt nicht. Genau nach Norden. Genau nach Süden. Komm, ich hab nur noch 12%. Renn. Hä? Renn. Ich fliege. Aber ich hab's Licht ausgemacht. Dann ist. Ah, 10%, scheiße. Es gibt hier diesen Tracking Beacon. Was gibt's? Ein Tracking Beacon. Ja, das habe ich schon gesehen. Da brauchst du das Tablet dann irgendwie, gell? Ja, genau. Eigentlich können wir das echt aufstellen für sowas. Wo war das nochmal? Das Beacon hier drin. Hi, blaue Batterie. Du bist mein großer Star. So, geil. Was hast du, die Solarzelle schon umgedreht? Nee. Eieiei, einmal mit Profis. Warum ist der Tracking Beacon in Consumable Supply? Okay, egal. Supply ist egal. So. Hi. Nein. Oh, jetzt wäre ich fast ins Loch gefallen. Und du hast den Beacon runtergeschmissen. Wohin? Ins Loch? Nee. So, ich lade hier mal aus, gell? Oh, ich habe 172 Kupfer gefunden. Gold, Eis, Kobalt. Aber ich hatte Gold. Auch ein Silikon irgendwo. Was meinst? Gold sollten wir auf jeden Fall schmelzen, weil sonst haben wir kaum was. Ja, wir müssen alle schmelzen, Digga. Also Tracking Beacon ist eingeschalten, gell? Braucht es eine eigene Batterie oder wie funktioniert das dann? Ja, hat eine eigene Batterie, die muss halt ausgetauscht werden. Am besten tagsüber einfach die Batterie in die kleine. Wie funktioniert das jetzt? Ja, du brauchst den. Dein Tablet und mit dem Track. Achso, da brauche ich die Platinen. Genau, den Tracker-Chip-Modul. Und dann. Oh geil. Ich kann sogar dich tracken. Also hast du das Tracker-Modul drin? Mhm. Also ich hab's in meinem Jetpack Basic. Ja. In deinem. Genau, mit O machst du an. Und dann? Dann kannst du Leute tracken damit. Nee, ich sehe nichts. Moment. Vielleicht brauche ich die anderen doch. Warte mal. Nee. Du hast den Tracker, du hast es. Den Chip Atmos in deinem Analyzer. E-Reader noch. Wenn du muss ich das da reinstecken hast. Oder wie? Ja. Ach so. Ach so, ich muss.
Tablet in der Hand hast und R drückst, dann siehst du die Batterie und ein Cartridge. Da muss der Tracker rein. Okay, verstehe. Wofür ist der E-Reader dann? Weiß ich noch nicht. Electronic. Wie kann ich auf dich umswitchen? Mit dem Scrollrad auf deiner Maus. Sport Racing, wer ist das denn? Das bist du. Wieso heiße ich da noch Sport Racing? Keine Ahnung. Macht irgendwie nicht so viel also, Sinn. Man kann dich und du kannst halt auch am Tracking Beacon, der ist dann direkt bei uns an der Tracking Beacon. Ah, sehr geil. Ja, nice. Ja, lol. Ich geh nochmal farmen. Wo hast du Plastikschieß? Habe ich hier. Verdammt. Kannst du zu mir bringen, bitte? Natürlich. Kann ich auch irgendwelche Beacons irgendwo aufstellen? Also ich kann solche Fackeln machen. Aber kann ich die auch wieder mitnehmen? Ich leg sie schnell hier hin, gell? Jo, danke. Ja, Beacon werden wir sicher machen können irgendwann mal. Bin ich aber gespannt. Ups. Hast du nochmal geschaut, ob du es jetzt laden kannst, Hunter? Geil, wie die Sonne gerade aufgeht hier ins Loch. Ja, ah, jetzt bin ich eh in meinem Loch, das ich vorhin gegraben habe. Nice. Ich weiß, warum du ein Beacon haben willst, gell, um da hinzukommen immer. Ja, müssen wir schauen, mit was man kann ja diese, kann. Man könnte jetzt so eine Kerze aufstellen oder so eine Dingens, wie es an unserem Raumschiff auch ist. Eine Fackel. Die Frage ist, wie lange die hält. Aber ich glaube, die Mine ist eh schon fast ausgeräubert. Schade. Also ich grab sie mal noch weiter um. Aber die siehst du, glaube ich, jederzeit von oben wieder, das Ding hier. Ja, 100 Pro. Und ich weiß, dass es genau südlich von uns ist, also 180 Grad. Der Elektronikdrucker ist fertig, das heißt, wir könnten jetzt, aber da brauchen wir Gold, gell, noch mehr. Kannst du das mal schmelzen, bitte? Gold. Mhm. Ja, mach ich. Damit wir das verarbeiten können und Kupfer natürlich. Ich brauche Logic OI. Ich brauche ein Speichermodul. Einen Verbundspeicher brauche ich. Na, jetzt finde ich nichts mehr hier. Ach doch, da unten ist noch was reingefallen ist.
Geht nicht. Ach, schade. Das ist schade. Oh, ich glaube, ich habe hier Silikon. Oh, ist das Eis? Ich weiß es nicht. Es könnte auch Eis sein. Warum liegt hier Iron Frames? So. Silikon. Vier Stück. Wie viel brauchst du denn für so eine Lampe? Ein Silikon. Achso, ja gut, da habe ich. Ja, Hunter, das glaube ich, das ist ein bisschen deprimierend, wenn du ewig unterwegs bist. Mir ging das mal, ich war 4 Stunden von München nach Sharm el-Sheikh unterwegs. Rat mal, wann abgestürzt ist. Vom Abflug. 3-Meilen-Final. Nee. Kurz vor Landung. So was ist übel. Hier ist ganz viel Oxid. Brauchen wir das? Nee, erstmal nicht. Ich hab's mal mitgenommen. Oder? Habe ich das mitgenommen? Mal gucken, ob sich das auflöst. Ach, das löst sich auf, ja. Okay. Warten wir es bestrahlen. Boah, geil, weißt du was cool ist? Am Tag siehst du unser Lager ewig weit weg, weil es so hoch ist. Brauchen wir Kohle? Ich nehm's mal mit, oder? Ja, Kohle kannst du immer brauchen für nur Strom. Gleich wieder voll. Ach komm. Aus Kohle kommt auf einmal Gold. Nicht, dass ich da was dagegen hätte, da habe ich nämlich noch nicht viel. Bist du ein Hacker, weil du sowas machst? Eigentlich dachte ich nicht. Das Gold fliegt mir nur einfach zu. Ja, apropos Gold. Ich war in Phoenix in der Goldmine drin. Echt? Also das war nicht so ganz erlaubt, da reinzugehen. Die war abgesperrt seit 1972. Und ich bin halt tatsächlich da auf Gold gestoßen und hab das rausgeschlagen. Hab da Melanie und mir ein Schmuckstück draus gemacht. Das ist ja mal nice. Das kann also das. Was meinst? Melanie wird sich sicher gefreut haben. Ja, ich hoffe. Also es ist echt geil. Also, das muss ich dir mal Bilder. Irgendwann mal, wenn wir uns mal sehen, dann muss ich dir Bilder zeigen davon. Das war geil. Das ist halt echt so eine richtig alte, wo du wirklich mit dem Seil dich runterlassen musst, wo es halt dann wirklich 20 Meter gerade nach unten runter geht. Oder nicht ganz, 15 Meter. Okay, ich habe einiges an Gold gefunden jetzt hier. Lass das Goldstück mal hier drinnen, um zu zeigen, dass es hier noch weiteres gibt. Ich bin nämlich jetzt voll. Schön, hier ist echt noch ein Haufen Gold. Sehr schön, das kann man echt gut brauchen. Ich guck mal, wo das ist im Vergleich zu uns.
Okay, auf. Ja, genau wieder Süden. Eis im Süden. Was ist das hier? Das ist Silikon, Wasser. Ja, Kupfer habe ich noch nicht viel gefunden. Was ist das hier? Oxid. Gut. Sag ich mal gut. Oh, da ist auch noch Silikon bei den Volatilen mit dabei. Da können wir ja richtig fette Lampen aufbauen hier, wenn ich so viel Silikon mitbringe. Das ist geil, ja. Habe ich 8 Silikonviecher. Ding, ding, ding. Was ist hier Schönes? Kohle? Ah, das ist nochmal Silikon. Das nehme ich mir auch mit. Nice. Ach nee, das Scheiße. Das war kein Silikon. Das war irgendwas anderes. Nicht so nice. Ah, ich glaube, es war Wasser. Oh, es wird schön dunkel. Hast du die Solarschüssel mitgedreht? Nee, oder? Scheiße, nein, natürlich nicht. Ich bin gerade auf Aufbau vom Ding. Exhaust. Hat das nicht so ganz nachgedacht. Aber die Batterien sind voll zumindest, oder? Ja. Okay. Nein, und ich der Pfeil. Scheiße, jetzt habe ich mir echt weh getan. Oh, ich bin tot. Echt? Ja, ich liege im Loch, vielleicht kannst du mich retten. Ach ne, ich lebe noch. Du lebst doch, ey. Du musst mir helfen. Was brauchst du? Ich brauche irgendwie Ducktape oder was weiß ich was. Es gibt doch auch die Pille, nimm doch die hier, komm. Ah, ich bin tot. Do you are unconscious, do you want to give up and respawn? Warte, warte, warte. Lieber Ralf, vielen lieben Dank für deinen Host und deinen Raid. Vielen lieben Dank. Mille grazie. Wie war's noch? Habt ihr weiterhin noch GTA gespielt oder? Ich habe vorhin mal versucht, auf den TS zu kommen. Nach ewigen Versuchen ging es irgendwann, aber Schweizer war dann drauf und er hat gemeint, es geht nicht. Von daher haben wir uns entschlossen zu fliegen, wie ich dir schon gesagt hatte. Und ja, und jetzt spielen wir gerade Stationeers auf dem Mond. So, ich hab Ich dich gefunden. sehe dich. Cancel, okay. Ja, ich lebe wieder scheinbar. Was hast du jetzt gemacht? Mir die Pille gegeben. Ich habe dir Oder die Pille wie? gegeben, Tape, aber irgendwie hast du keinen Helm an bei mir, kann das sein? Ah, ja, unconscious. Do you want to give up and respawn? Ja, geh, aber es wäre kein Helm für dich, Scheiße. Spot Racing died. Ich bin nicht Spot Racing zum Glück. Ja, scheiße, Könnte ich wo das bist du? Ach, da oben bist du jetzt. gleich mal bannen? Hä, aber wie geht denn das jetzt? Hat man da unbeliebig beliebig viele Leben oder was? Ah, ihr habt Remnant gezockt. Ja, das dachte ich mal. Das ist eine gute Idee gewesen. Weißt du, was Kacke ist? Was? Ja, ich habe nichts mehr. Wie, du hast nichts mehr? Ja, gar nichts. Also, du kannst dein, da, wo du gestorben bist, kannst du einfach die Sachen vielleicht nehmen. Ach so, wer ist denn das hier? Der Tote. Kann man den, ich komme da nicht hoch. Ah, warte. Ah, jetzt auch. Okay. Ich kann den Körper in die Hand nehmen. Okay. Komm mit. Komm hierher. Warte, ich leg dich ins Licht. Der muss beleuchtet werden, Tag und Nacht. Ja, aber das hat ja keinen Sinn gemacht. Weißt du, was da heute los war, oder? Und wie kann ich den Kerl jetzt ausziehen? Wo ist er? Also wo bist du? Ich bin beim roten Licht. Ach, da ist irgendwas. Grab right food. Ja, das bringt mir aber nichts.
Achso, okay, kann ich warte. hin? Er müsste ja nicht gleich auseinanderbrechen. Er drückt mal Q. Cool. Mhm. Geht nicht. Achso, Weil er jetzt, hängt an dir. warte. Ja, jetzt. Achso, Komm, Mensch. vielleicht kann man das ausbauen. Du musst warten, weil er bricht irgendwann auseinander. Dann ist das Skelett nur noch übrig und dann kannst du Oh, das. der Arme. Ja. Ja, einfach abwarten. Aber Homie war dran, was zu was mit dem TS. Ich verstehe nicht, was denn das Problem ist mit diesem Scheiß TS. Das hat doch niemand anderer hat so viel Probleme. Also kein anderer Server, oder? Täuscht das. Ich habe die Was Flex in der täuscht? Hand. Die Fle Scheiße. Da schau, kommt Reif, sterbe ich. Na toll. Die Anforderungen, zu viele Zugriffe. Okay. Ja, das ist jetzt, ich kann jetzt halt auch irgendwie halt, ja. Hast du dein Ding mitgenommen oder hast du ihn noch liegen lassen? Was habe ich mitgenommen? Hast du ihn mitgenommen oder hast du ihn da liegen Nee, der lassen? Kerl liegt da unten. Ja, gut, dann warten wir erstmal. Wie sieht's hier aus? Keine Ahnung, haben auch so viel, so die meisten haben. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ah, jetzt ist es irgendwie. Hä? Ah, jetzt, okay, da ist es. Ich hab den Kerle hier. So, jetzt habe ich zumindest Jetpack. Und dann nehme ich den Ding hier. Was ganz witzig ist, jetzt habe ich ein Emergency Toolbelt. Und den normalen Toolbelt. Oh. Weißt du, was ich in der Hand habe? Oh, mir ist Was? scheinbar sehr kalt. Muss ich da was ändern? Mir ist scheinbar Die ist kalt. Warte mal, vielleicht ist da irgendwas ausgeschaltet. Air Condition on. Minus 66 Grad. Ja, jetzt geht's. Air Condition mal off. Temperature up. Achso, Target. Wie viel hast du Target Temperature? 20, oder? Meinte ich ja. Ja, 20. So, gut. Alles einschmelzen, oder? Ist ein Spaß, ja. Das Silikon aber nicht, höchstwahrscheinlich. Kann man es einschmelzen? Doch, gab Silikon, ja, müsste man theoretisch einschmelzen können. Okay. Naja, aber der große Vorteil, den wir alle haben, ist, dass wir eine Alternative haben zum Zocken. Oder? Das ist natürlich schon ein großer Vorteil, deswegen. Könnte es schlimmer sein. Hast du unter 5 was? Unter Uniform hast du nichts, oder? Ey Junge, was machst du denn? Das läuft hier alles raus. Ja, das ist okay.
Wieso denn? Weil ich das ein bisschen umbauen. The device is not supported hier, gell? Sagt er, weil er keinen Strom hat. Welches Device? Der Schlüssel hier unten. Achso, ja, das ist okay. Boah, also, das sieht aber echt gut aus, was du da machst. Muss ich echt sein, das sieht echt toll aus. Gefällt mir. Hast du gut gemacht. Da kommt zwei passive Fans. Das Problem ist halt, man kann keine... Ich muss die halt zumachen hier oben, weißt du, ich überlege, ob ich die da vielleicht... Da liegt übrigens noch irgendwas, gell, auf dem Dach. Ja, ich überlege halt gerade, ob ich... Was denn? Die Passive Fanstatt oben auf die Seite nehme, weil ich kann halt nur Wand machen, ich kann die nicht ans Glas, weißt du? Ja, dann machen halt irgendwo... Ja, ich glaube, so mache ich's. Machen hier, wo das... Also hier an die Seite zum Beispiel, weil hier ist kein, kommt kein Sonnenlicht rein. Genau. Storch. Hier ist irgendwas. Hopper. Wie hast du denn das da hingelegt? Ich tu das mal hier rein. Ach, der hat hinten schon auch was. Warum liegt denn hier Kohle eigentlich? Ah ne, Eisen ist das. Ach, Sonne geht auf. Also kannst du, wenn du was zum Laden hast. Wo ist denn die Batterie eigentlich nochmal drin? Hä? Wo ist denn eigentlich die Batterie drin? Ich finde die gar nicht bei mir. Zipfiglatscher. Was ist? Wo die Batterie drin ist bei dir im Anzug. Und da Suite Nummer 3. Hä? Emergency. Ach so, scheiße, ich habe die Emergency Suite an. Oh nein, echt? Jetzt weiß ich aber nicht, wie. Hä, wie geht das dann? Hä? Wie geht das dann? Nein. Also, keine Ahnung. Ach, da unten liegt mein anderer Anzug. Ich gehe trotzdem mal pennen. Ich wünsche euch was. Passt auf. Bis zum nächsten Mal. Ja, schlaf du auch. Natürlich. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, vielen Dank nochmal für deine, ja, für deinen Support, mein Lieber. Weiß ich, du weißt ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann auch was bist du eigentlich machen. Für ein Idiot? Weil hier Silikon liegt doch hier vor der Tür. Ich sitz. Ja, hier. Wo ich stehe gerade. Oh. Soll ich doch sein? Eis. Kurze Frage. Bei meinem Anzug ist jetzt immer noch rot. Also dieser Balken, der ist immer noch rot. Kann ich den reparieren irgendwie? Ich probiere es mal mit Duct Tape. Nee, das geht nicht. Gibt es irgendwas anderes, wo ich das reparieren kann? Keine Ahnung. Da weiß ich selber nicht so genau. Es gibt leider eine Neuigkeit, die wird mir und dir nicht gefallen. Ich muss jetzt Feierabend machen. Ja, ich gehe doch gleich. Das passt schon. Ich schaue nur kurz den Link. Und ja. Dann... Was meinst du? Hä, war das jetzt an mir? Was war das? Was ist doch gelabert? Dass du gleich gehen musst, oder? Ja. Ja, eben. Ja, das ist okay. Weil ich auch gleich gehe. Ich mach nur das hier noch fertig, den Raum hier. Da ist noch. Ja. Achso, dann habe ich den Emergency
Dingen auch noch hier. Ist ja witzig, da haben wir jetzt nochmal alle Werkzeuge neu. Emergency, AC-Welder. Aber der wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, schätze ich mal. So. Bin dann auch mal weg. Gute Nacht allen, Andi und dir morgen guten und sicheren Flug. Danke dir. Wie gesagt, morgen gibt es keinen Livestream, weil ich morgen in Kairo bin und das, ja. Schlechter Streamer. Ja, ich weiß. Ich schäme mich echt auch wirklich. Ich schäme mich richtig. Gut so. Oh ne, das bleibt offen. Set outward. Okay, jetzt pumpt er alles da rein. Sehr gut. Gut. Ja. Sehr schön. Wird zwar seine Zeit brauchen, bis der Raum belüftet ist, aber passt. Hast du wieder nicht gescheit gemacht, oder wie? Wenn es so lange dauert. Ja, er ist groß und er muss halt durch ein Ventil auf zwei aufbauen. Also es braucht schon ein bisschen. Aber es passt so. Bist du gerade Silikon am Schmelzen? Nee. Was ist Silikon? Im Loch. Pass auf. Fall nicht rein. Wo war jetzt? Ja. Eisen, Kupfer, Silikon. Ah, yes, ist nee. Danke. Okay. Okay, du musst geschmolzen. Hast du den Kopf da hochgetan, ernsthaft? Mhm. Na, gefällt er dir? Wieso kann ich denn das nicht aufheben hier? Ah, jetzt so. Anna. So. Lamp Darks, ich habe hier gerade die Einheiten fallen lassen. Die Logikeinheiten mit Q. Ganz soft. Lol, da hier hinten liegen sie. Mein Ernst. Okay. Okay.
Hä, wieso liegt denn hier ein Gold rum? Warum hast du hier das Gold rausgetan, du Mieser? Sorry. Was brauche ich jetzt noch? Kupfer, 2 Gramm zu Kupfer. Haben wir Kupfer? Eisen. Lampen baut er. Ist da noch was Kupfer drin, technisch? Ja, da auf jeden Fall. Ja, hier ist Kupfer. Nein, jetzt habe ich Silikon aufgenommen. Okay. Druck haben wir jetzt genug hier drin. So, ich bin aber jetzt erstmal weg. Ja, ich auch. Ja, mach mal die Logikkreise drauf und ich schau's mir mal an. Oder tu's irgendwo hin. Und dann ich hab schon alles hingebaut. Okay. Aber ich muss nur noch einstellen. Das mache ich vielleicht mal schnell. Ja, gut. Guten Flug dir, viel Spaß in Kairo. Und wir hören uns ja auf jeden Fall, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Und ja. Wir sehen uns ja dann, denke ich mal, Sonntagabend bist du da, gell? Ja, mit Sicherheit. Wir schreiben. Alright. Ja. Auf jeden Fall. Mach's gut. Gute Nacht. Oh, ciao, Chat. Ciao, ciao. Schauen. Ja. Ciao, ciao. Ja, ich will eigentlich nur noch hier. Ich habe hier noch so ein, nämlich so ein Video. Ja, Hunter, schlaf gut auf jeden Fall. So, ich hab's gleich. Ich glaube, Logic Memory war das.
Also irgendwie funktioniert das nicht. Doch, sie bewegt sich. Check's gerade nicht, eigentlich. Achso, die ist leer. Fuck. Naja, gut. Überall Strom an. Wahnsinn. Der läuft nicht, weil er keine Kohle hat, oder? Wie schaut das aus? Ach. Ah. Sehr gut. So, jetzt bin ich wieder ganz bei euch. Moin, moin, hoffe, es geht gut. Chicotina, danke dir. Alles soweit bestens. Dankeschön. Und bei dir auch alles bestens? Ich hoffe doch. Ja, bei mir steht jetzt nämlich der Feierabend schon an. Und ich schicke euch zum lieben Schanik rüber. Der ist mal länger wach wie ich. Das ist ja was ganz Besonderes. Deswegen schicke ich euch zum lieben Schanik. Ich muss leider Feierabend machen. Bei mir geht es morgen auf große Reise. Ich fliege morgen nach Kairo. Komme erst übermorgen wieder. Das heißt, morgen gibt es keinen Livestream bei mir. Aber übermorgen bin ich wieder mit zurück am Start. Und deswegen würde ich mich jetzt direkt relativ zügig von euch verabschieden. Und ja. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr wollt, lasst gerne einen Follow da. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich stream fast jeden Tag, außer ich bin natürlich nicht da. Wenn ihr weiterhin